Name ist Nadja Lissock, ich bin 25 Jahre alt und wohne in Köln. Ich studiere in Bonn Politik und Spanisch und arbeite neben dem Studium als freie Journalistin. Ich arbeite gerne als Journalistin, weil ich schon immer gern geschrieben habe, ich mich da gut kreativ ausleben kann. Weil ich neugierig bin auf Geschichten, auf die Menschen hinter den Geschichten. Und ich finde, das ist die beste Möglichkeit, einen Blick sozusagen in andere Welten zu bekommen. Ich bin auf den Medienpreis der Telekom Stiftung über einen Bekannten aufmerksam geworden und ja, habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut in den Nachwuchspreis und habe mich einfach beworben. Das Thema, mit dem ich mich beim Medienpreis beworben habe, war Erinnerungskultur bei Jugendlichen. Und da bin ich eben schnell bei Auschwitz gelandet und der Frage, wie verhalten sich Jugendliche da, warum wollen die da hinfahren, wie kann man denen näher bringen, was da passiert ist. Die Medien fand ich ganz zentral, weil wie sonst sollen Jugendliche sich mit dem Thema noch beschäftigen? Ja, die Frage war halt, ob die Jugendlichen dann wirklich irgendwie da Selfies aus Auschwitz quasi nach Hause schicken. Das habe ich dann eben mir überlegt, das aufgeschrieben und mich damit bei der Telekom Stiftung beworben. Ja, und habe dann eben am Ende auch den Preis in der Kategorie Nachwuchs bekommen. Die Umsetzung konnte ich dann halt völlig frei machen, ganz eigenverantwortlich, was ganz toll ist, weil man die Möglichkeit, glaube ich, eigentlich nie hat, dass man wirklich ganz allein sein Thema quasi finden kann. Also ich bin nach Auschwitz mit einem Kurs aus Dortmund gefahren, eine 12. Klasse waren die alle. Und weil ich es ja filmisch begleiten wollte, ist noch meine Cousine Carina mitgekommen. Die hat eben Videos zum Beispiel gemacht und Fotos. Emotionen waren auf jeden Fall ein ganz großes Thema, dass die Schüler vorher auch Angst hatten, dass es irgendwie sozusagen zu heftig wird, dass man das nicht verkraftet, was man da sieht und hört. Ich habe mich für eine multimediale Geschichte entschieden, weil ich finde, das ist eine tolle Art, um zu erzählen, weil es eben sehr vielseitig ist und sehr abwechslungsreich und ich das einfach gerne mal probieren wollte. Also mein Traumberuf ist eigentlich Auslandskorrespondentin. Finde ich ganz toll, am liebsten natürlich aus irgendeinem exotischen, weit entfernten Land. Ja, das wäre schön.